heiße Monika Karsch, ich bin Pistolenschützin und ich bereite mich jetzt gerade auf die Olympischen Spiele in Rio vor. Und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich Deutschland bei den Olympischen Spielen in Rio vertreten darf. Ich komme aus einem kleinen Dorf aus Oberbayern und ich war in allen Vereinen aktiv, unter anderem eben im Sportverein und bei der Wasserwacht und eben im Schützenverein. Mit 11 Jahren habe ich das Schießen angefangen. Ich habe auch gleich mit Pistole angefangen, was damals eigentlich noch relativ ungewöhnlich war. Und ich glaube, dass mir das auch so ein bisschen einen Vorsprung verschaffen hat. Viele sind dann erst später zum Pistolenbereich gekommen und so habe ich, glaube ich, schon mal 1-2 Jahre Vorsprung gehabt vor den anderen. Die Wünsche für mich, für die Olympischen Spiele, sind erstmal dort, das so viel wie möglich mitzunehmen, das alles aufzusaugen und Spaß zu haben. Ich habe jetzt da so lange darauf hingearbeitet, dass ich das jetzt endlich schaffe und es ist ein Riesentraum, da dabei zu sein und das zu genießen und das aufzusaugen, das ist, glaube ich, so mein Wunsch, dass ich das schaffe. Beim Schießen kommt es auf viele Dinge an, also das ist wie ein großer Baukasten. Gut ist, wenn man eine innere Ruhe hat. Alle Leute, die mich jetzt kennen, werden jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich eigentlich nicht so der Ruhepool offensichtlich bin. Aber innerlich habe ich, glaube ich, schon ein bestimmtes Maß an Ruhe und das kann ich dann zum Beispiel im Wettkampf immer ganz gut ausspielen. Mein Mann wird mich begleiten nach Rio. Ich freue mich da unheimlich, weil er mit mir das natürlich auch alles so erarbeitet hat. Also er ist nicht nur mein Mann, sondern eben auch mein Trainer. Und ja, mit ganz viel Geduld haben wir das jetzt zusammen so weit geschafft. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass er da auch dabei sein kann. Das Ziel ist es für mich natürlich schon, ins Finale zu kommen. Das ist immer so ein bisschen ein Knackpunkt, das da reinzuschaffen. Und wenn ich im Finale bin, dann bin ich, glaube ich, immer gefährlich und dann kann alles passieren. Also ich bin bereit und ja, alles ist möglich. Also mit diesen wunderschönen Schuhen werde ich in Rio in das Maracanã-Stadion bei der Eröffnungsfeier am 5. August einmarschieren. Und am 7. August und am 9. August sind dann meine Wettkämpfe und dann könnt ihr mir ganz fest die Daumen drücken. Und ich wünsche mir und ich hoffe, dass ich schönes Edelmetall mit heimbringe.